Fortsetzung unserer kleinen Videoreihe mit Alexandra Bühler. Fotografieren für Blogs, für Instagrammer. Und wenn ihr den ersten Teil sehen wollt, dann könnt ihr hier schauen. Oder ich verlinke das Video auch nochmal in der Videobeschreibung. Und heute sind wir, Alexandra. Wir sind in der Fabelei. Das ist eine neue Bar in Schöneberg. Wunderschön, klein, kuschelig, trotzdem hell. Öffnet schon um 17 Uhr. Gibt schöne Sachen zum Essen, Kleinigkeiten und fabelhafte Drinks. Die schauen wir uns nachher an und fotografieren die auch ausgiebig. Genau. Und heute mit einer Spiegelreflexkamera. Und wie wir die einstellen und was wir dort mitmachen, erfahrt ihr gleich. Ja, diesmal geht der Battle Vollformatkamera gegen APS-C-Kamera. Ihr wisst ja, Alexandra fotografiert normalerweise mit dem Handy. Dazu ausführlich das letzte Video. Jetzt willst du aber mehr in Australien mit deiner APS-C Canon fotografieren. Was ist es genau für eine Kamera? Das ist die 600D von Canon. Genau. Hat so ein paar Jahre auf dem Puckel. Ist schon ein paar Jahre alt, ich weiß gar nicht wie viele, aber schon einige, also sicherlich schon 10. Genau, tolles Objektiv, 2405, Blende 4, super Objektiv von Canon. Und warum brauchst du jetzt eine etwas größere Kamera und gehst ein bisschen jetzt weg vom Handy? Genau, das eine ist natürlich, im Urlaub hat man ein bisschen mehr Zeit, sich mit sowas zu beschäftigen. Das ist der eine Punkt. Der andere wichtige Punkt ist, dass ich für ein Magazin schreibe und natürlich auch Fotos mitbringen möchte. Und die müssen natürlich auch im Printmagazin gut aussehen. Genau, brauchst ein bisschen bessere Bildqualität. Genau. Ja. Wobei, ich habe jetzt in letzter Zeit deinen Instagram-Account verfolgt und super Bilder, also von den Bars, super stimmungsvoll und farblich toll. Also das Handy funktioniert schon gut, aber klar, zum Druck ist das sicherlich die richtige Entscheidung. Wir haben die Kamera jetzt so ein bisschen gegen deinen Willen auf manuell gestellt, aber um so ein bisschen die Kontrolle über Blende und Verschlusszeit zu haben, aber auf ISO-Automatik, sodass die Kamera von der Helligkeit her sich an die Situation vor Ort, an die Lichtverhältnisse anpasst. Und ich bin ja gespannt, wie es wird. Ich auch. Wir schauen uns nachher mal die Bilder an. Wir, würde ich sagen, schießen jetzt mal los, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich freue mich nicht nur auf die Fotos, ich freue mich auch auf die Drinks. Ich auch. Die sind sehr gut hier. Fabelhaft. Steckt schon im Namen, Fabelei und mit selbstgemachten Zutaten. Genau. Und sehen auch gut aus. Sind auch sehr Instagrammable. Okay, cool. Und wenn ihr vorbeischauen wollt, dann guckt ihr einfach unten in der Videobeschreibung. Da verlinke ich natürlich auch die Bar. Bilder gibt es zum späteren Zeitpunkt.
Ja, ich melde mich mal aus dem Off mit einer kleinen Manöverkritik. Alexandra ist noch auf dem Rückflug von Australien nach Deutschland. Wenn ihr auf Instagram gefolgt seid, habt ihr gesehen, was sie alles erlebt hat, in wie vielen Bars sie war. Ja, das ist hier übrigens das beste Bild der ganzen Serie, finde ich. Das ist von Alexandra. Toll, wie sie das Glas auch farblich vor dem Hintergrund abhebt. Dieser blaue Hintergrund ist wirklich toll in der Bildgestaltung. Insgesamt muss man sagen, hat sich die Canon 600D eigentlich ganz gut geschlagen. Wenngleich sie mit ihren 10 Jahren auf dem Puckel beim ISO am Anschlag war. Das heißt, einige Bilder sind wirklich stark unterbelichtet und die habe ich dann in der Nachbearbeitung angehoben. Es hat sich gar nicht so negativ auf das Rauschen ausgewirkt. Das war ganz okay, aber natürlich der Belichtungsumfang des Dynamic Range war dann schon recht schmal und es war schwierig, diese Bilder zu bearbeiten. Insgesamt muss man sagen, auch die Bilder der Nikon D5, eine aktuelle Kamera, mussten massiv bearbeitet werden. Nur durch wirklich starke Nachbearbeitung konnte diese Bildwirkung erreicht werden. Das liegt natürlich an den extrem schlechten Lichtverhältnissen in so einer Bar. Auch das Objektiv hat sich ganz gut geschlagen von Alexandra. Es war immer Blende 4 eingestellt, also die größtmögliche Offenblende und dann auf 105 mm Brennweite eingestellt und so konnte sie durchaus gut freistellen mit ihrer APS-C-Kamera. Ja, wenn ihr noch Fragen habt oder Meinungen und Anregungen, schreibt das bitte gerne in die Kommentare. Ansonsten freuen Alexandra und ich uns wieder über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann bleibt ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Da gibt es noch so ein paar Praxisvideos zum Fotografieren oder noch mal wieder ein Technikvideo. Ja, bleibt am Ball. Ich freue mich auf euch. Und schaut unbedingt, wenn ihr in Berlin seid, in Schöneberg in der Fabelei vorbei.